Guten Tag, mein Name ist Jakob Schammern. Ich bin der Schulleiter der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin-Tempelhof. Wir sind eine Gemeinschaftsschule, eine kleine Gemeinschaftsschule mit 171 Schülern und wir arbeiten in jahresgemischte Klassen von 1. bis 10. und haben zurzeit 38 Mitarbeiter. Bei uns werden Medien überall eingesetzt. Aber wir stehen als neue, arme, freie Schule in einem Spagat zwischen die skandinavischen Länder, wo die Schüler und die Eltern auch gewohnt sind, ganz viel mit Medien zu arbeiten, und das deutsche Schulsystem, was sehr anders tickt. Das heißt natürlich auch, dass wir noch nicht so viel Hardware haben, was wir gerne wollen. Aber die Schüler können selber Geräte mitbringen. Und wir haben auch hier Laptops, Tablets und Schülerarbeitsstationen in Bibliotheksbereichen und hoffentlich auch bald in den Fluren zur Verfügung. Darüber natürlich auch ein flächendeckendes WLAN. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir haben hier in der Schule kein Handyverbot. Die Schüler dürfen die Handys benutzen und müssen das sogar auch. Aber natürlich ist der Lehrer auch in Charge und darf auch sagen, wenn die Handys nicht benutzt werden dürfen. In dieser kleinen Film möchte ich gerne etwas zum Thema Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner sagen. Wie früher erwähnt, stehen wir als Schule in einer Art von Spagat, dadurch, dass wir haben viele skandinavische Familien und viele deutsche Familien bei uns. Die skandinavischen Familien sind aus Skandinavien gewohnt, mit der Schule ausdrücklich nur digital zu kommunizieren und sind auch gewohnt, tagtäglich in einem Portal einzuloggen, um zum Beispiel Stundenplanänderungen zu sehen. Auf der anderen Seite habe ich auch hier deutsche Familien gehabt, die am Anfang vor meinem Büro demonstriert haben, weil die wollten kein WLAN in der Schule. Die hatten Angst für die Strahlung. Und das sind natürlich zwei krasse Beispiele. Und man kann sagen, gut, als Schulleitung muss man nach vorne gehen und man muss auch sagen, so geht es entlang. Aber man muss natürlich auch die unterschiedlichen Akteure in der Schule mitnehmen, weil nur damit kriegt man Erfolg. Wir haben mit den unterschiedlichen Gruppen natürlich gesprochen und haben versucht herauszufinden, was sind die Ängste und warum sind die da. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, was ist es eigentlich denn, dass diese neuen Medien können? Wir brauchen das WLAN, um überhaupt erfolgreich mit den Medien arbeiten zu können. Unter den Jugendlichen ist die Begeisterung ja halt ganz einfach zu kriegen. Ein lustiges Beispiel für diese Motivation hatte ich vor ein paar Tagen, als ich mit den Kiddies essen war. Und dann saß eine gemischte Gruppe von Schülern zusammen. Wir sind eine Gemeinschaftsschule, alle kommen zusammen und haben über Schweden gesprochen, weil die in den Nachrichten gehört hatten, dass die in Schweden in Minecraft unterrichtet werden. Und dann müsste ich eingreifen und sagen, ey, das ist nicht ganz richtig, sie werden mit Minecraft unterrichtet. Und plötzlich hat dann einer der älteren Schüler gesagt, ach stimmt, unsere Mathelehrerin hat sogar was über Quadraten, Kuben anhand von Minecraft auch im Unterricht reingebracht. Die haben die Beispiele gesehen. Und plötzlich sagte der Kleine, oh, das möchte ich auch. Also wirklich ein Beispiel dafür, wie auch digitale Medien die Sachen aus der Welt der Jugendlichen auch im Unterricht eingesetzt werden kann. Unter den Eltern ist es natürlich anders, weil es passiert ja auch andere Beispiele. Und zum Beispiel im Schulhof kann es sein, dass nicht alle Schüler unter Aufsicht sind und dass ein älterer Schüler dann auf sein Handy bzw. Tablet was macht, was für ein kleineres Kind, der vorbeiläuft, nicht passend ist. Könnte zum Beispiel ein Computerspiel sein, wo jemand erschossen wird, oder es könnte auch in einer Suche in der Bibliothek mit einem Bildschirm, der offen steht, auf Seiten landen, wo die Leute nicht so viele Klamotten anhaben. Es passiert. Und dann kommen die kleineren Kinder nach Hause und sagen, ich habe das und das gesehen. Und der einfache Angriff von den Eltern ist natürlich, ach Herr Schammern, Sie müssen sofort einen Pornofilter installieren, Sie müssen sofort die Nutzung von Handys oder Tablets verbieten. Und da bin ich immer dagegen und sage, nein, das geht nicht. Es geht darum, dass wir als Schule und die Kinder auch in der Verantwortung gezogen werden müssen und dass die verstehen müssen, es kann nur funktionieren, wenn sie mitarbeiten. Das heißt, dass die auf die kleineren Kinder achten, dass die nur das machen mit den Geräten, was sinnvoll ist in dem Moment, und dass die sozusagen auch als Eltern mit ihren Kindern sprechen müssen. Weil schicke ich als Eltern ein Tablet mit in der Schule und mein Kind kriege es nicht hin, diese Regeln, was wir in der Schule haben, einzuhalten, dann müssen die Eltern den Verbot aussprechen und sagen, dann kannst du nicht, lieber Peter, dein Tablet mit in der Schule kriegen. Aber natürlich für Eltern ist es viel einfacher, wenn der böse Schulleiter diese Verbot aussprechen.
Als Bilanz muss ich sagen, es läuft ganz gut, aber es gibt natürlich immer sehr viel zu tun. Das heißt, es gibt immer noch ganz viele Gespräche zu führen und wir müssen die ganze Zeit immer mit den Kollegen, mit den Schülern und mit den Eltern in Austausch sein. Wir sind hier auf der deutsch-skandinavischen Gemeinschaftsschule auf einem guten Weg. Wir arbeiten in jahresgemischte Klassen. Das heißt, wir nehmen die Heterogenität sehr ernst und nutzen deswegen auch die Möglichkeiten der digitalen Medien aus. Wir arbeiten mit personalisiertes Lernen und individuelles Lernen und dafür braucht man sehr viel Material. Das muss nicht alles digital sein, aber es gibt da viele Möglichkeiten, die wir sehr gerne nutzen.